Guten Abend Leute, hier ist ein neues Video, ein Renault Modus, den habe ich zurecht gemacht von meiner Schwiegermutter zum Verkaufen. Ja, und wie war es dann? Batterie war leer, macht das Auto fertig, baue eine Batterie ein und was geht natürlich nicht, das Radio. Alle Unterlagen hier durchwühlt von dem Auto und alles nachgeguckt, dachte schon so hinten, oh super, hier ist ein Aufkleber mit der vierstelligen Nummer, das ist der Radiocode, Asch geleckt, war nix mit dem Radiocode. Ja, da habe ich nur gedacht, wir haben hier, das ist so ein Bäckerradio mit Navigationssystem und das war schon tricky, das auszubauen hier. Da brauchst du, das sind so zwei Haltenasen links und rechts. Das habe ich dann durch diese Schlitze muss man rein. Ja, ich bin da mit einem Schraubenzieher rein und so, da habe ich das rausgedrückt. So, und dann habe ich hier über diese Funktionstasten versucht, das einzugeben. Hier über das Rändelrädchen werden dann quasi wird der Code eingegeben. Da dreht man dran und an der Wippe, also wenn man diese das tut mir leid, war jetzt ein Versehen von mir, wenn man diese Wippe dreht und dann hier drückt, dann bestätigt man quasi diesen Code, ja. Und so, wie geht man dann weiter vor? Man baut das Gerät aus und sucht nach dieser Security-Code-Nummer. Jetzt ist das hier so blöd. So. Und bei mir war das im Prinzip dieser Barcode, der hintere, hier der ist das. Und da steht eine T791. Dieser Barcode, der war aber nicht mehr auf dem Radio drauf, der lag da in dem Schacht drin. Den habe ich zufällig gefunden und wieder hochgeholt. Und jetzt habe ich den mit Klebeband mal festgeklebt, damit er nicht mehr runterfällt. Und dann geht man hin. Ich habe die erste App aufgemacht, die ist natürlich kostenpflichtig gewesen. Und dann geht man in diese App rein. Und da gibt man diese Nummer, was ich eben vorgelesen habe, die letzten drei Stellen, diesen Security-Code, den gibst du hier oben ein und dann kommt hier dein Radio-Code. Jetzt speziell für das Radio, ja. Das kann ich jetzt ruhig zeigen, keiner weiß, wo das Auto sich befindet oder sonst was. Und ich glaube auch nicht, dass jemand jetzt Lust hat, hier vom Modus ein Radio zu klauen. So, den Radio-Code habe ich jetzt eingegeben. Wenn ich jetzt die Zündung anmache, dann sieht man auch, dass das Radio läuft. Ach, nach gefühlten mehreren Wochen Rumprobiererei geht es jetzt. Ja. Ich kann es kaum glauben. Diese App. Okay, dann machen wir die. Das ist hier diese App. Radiocode Decoder. Und hier hatte ich nochmal so eine andere App runtergeladen. Hier die. Aber die will, dass man bezahlt mit einer Mastercard. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und da habe ich gesagt, nichts da. Ich bezahle gar nichts. Ja, die App schmeiße ich auch sofort wieder runter. Also hier diese App. Die könnt ihr nehmen. Die Radiocode Decoder und die ist kostenlos. Jetzt muss ich aufpassen, ich muss das Radio wieder lautlos machen, sonst muss ich hier GEMA-Gebühren bezahlen, so eine Scheiße. Da kommen doch immer gleich die Abmahnanwälte und mahnen da einen ab. So, diesen Code, den muss ich mir jetzt hier auch notieren oder notiere das in den Unterlagen. Und damit der nächste Besitzer nicht diese Probleme hat. Jetzt habe ich auch wieder in dem Video so viel gelabert, dabei ist gar nicht so viel hier zu machen. Also im Prinzip ganz schnell zusammengefasst,
Radio rausbauen, nach diesem Schild gucken, da hinten. Entschuldigung, dass hier die Lichtverhältnisse so schlecht sind. Radiocode in diese App eingeben, dann hier über diese Bedientasten hier im Prinzip den Radiocode eingeben und dann hier die Taste einfach zum Schluss länger gedrückt halten. Und dann wird hier der Radiocode bestätigt. Und damit funktioniert dann auch das Radio. So, jetzt kann ich hier auch, denke ich mal, ja, hier kann ich auch umswitchen. Genau, jetzt funktioniert das H3 Mitte, ja, so. Oh Mann, alles klar. Gut, bis zum nächsten Video. Tschüssi.